Der Tesla-Oszillator. Hochfrequenztechnologie zum Besten der Menschheit. Zur Befeldung von Mensch, Tier und der Lebensgrundlage Nummer 1. Unser Wasser. Der Tesla-Oszillator auf wassermatrix.ch. Mama sagte, das wird ein schönes Leben. Das war es auch, mehr oder weniger. Doch dann hat sich alles verändert. Wir haben uns alles nehmen lassen. Stück für Stück für Stück. Holen wir uns unser Leben zurück. Doch wie wollen wir leben? Frei, mutig, selbstbestimmt, voller Liebe, gottverbunden und im Einklang mit Mensch und Tier. Lasst uns wieder glücklich sein. Die Glücksboten warten bereits auf dich. Im Fernsehen, Radio und online. Der Glücksbringer Online-Kongress. Lebt dein Leben in glücklich. Da sind wir. Herzlich willkommen zum Glücksbringer Online-Kongress hier in der Live-Ausgabe. So zumindest hätte es sein sollen, denn wir waren gestern Abend live. Doch nicht immer klappt alles so, wie man sich das vorstellt. Insbesondere, wenn das Internet in diesem Land immer noch Neuland ist. So waren wir gestern draußen in der großen, weiten Welt mit der Premiere des Glücksbringer Online-Kongresses mit der Live-Sendung. Aber nicht überall waren wir zu sehen und zu hören und am Ende waren wir auch weg. Deswegen haben wir uns heute was anderes einfallen lassen. Eine Wiederholung zu dem Ganzen. Ich weiß, dass der Ton wohl ganz sauber draußen war, aber das Bild muss gehakt haben. Und ganz am Ende hat es uns sogar den ganzen Computer lahmgelegt. Hat aber nichts mit unserer Technik zu tun gehabt, sondern es soll wohl in unserer Region genau das bei ganz vielen Haushalten gegeben haben. Also wir wollten euch aber unbedingt die Inhalte noch einmal schön aufbereiten, die wir gestern schon als Komposition zusammengestellt haben. Deswegen haben wir auch Thomas Eglinski nochmal eingeladen und sagen herzlich willkommen an den Thomas. Da ist er. Schönen guten Tag. Ich grüße euch beiden. Ich sitze jetzt hier quasi seit gestern Abend immer noch am selben Platz, immer noch im selben Bett und warte darauf, dass wir das Ganze nochmal wiederholen können. Und ich erinnere nochmal an meine Worte gestern eingangs, wie es so sein kann, wenn man Freunde einlädt zu einer Hauseinweihungsparty, dass vorne die Gäste reinkommen und hinten die Handwerker raus. Und bei uns waren in der Tat noch die Handwerker im Haus. Und möglicherweise gesellte sich dann auch noch eine atmosphärische Störung dazu. Denn bei euch im Ort ist ja dann etwas später sogar ein völliger Stillstand eingetreten, ein Stromausfall. Und ich vermute, unsere Energie war einfach zu gut, so großartig, dass wir alles Schlechte lahmgelegt haben. So ist das, denn wir sind zusammengekommen für den Glücksbringer Online-Kongress und das, was wir hier heute miteinander besprechen wollen, ist etwas mit hinter die Kulissen schauen, ein wenig die Leute zeigen, die sich ja zu uns gesellt haben, die wundervollen Sprecher und Menschen, die all ihre Kraft und Energie mit reingegeben haben und natürlich auch aus unserer Warte ein wenig beleuchten, wie wir dieses ganze Projekt bis hierhin empfunden haben und was wir uns wünschen, wo es hingehen darf. Wir sind ja mit Herzwelle ein Partner vom Glücksbringer Online-Kongress, aber die Sam, die neben mir sitzt, ist ja mit dir, Thomas, und mit der Mira Feist sozusagen das Veranstaltungstrio. Ihr drei seid federführend für den Kongress zuständig, habt die Interviews geführt und macht auch noch ganz viele andere Dinge hinter den Kulissen, damit alles zu den Menschen nach draußen kommt. Ihr seid ja drei völlig unterschiedliche Charaktere. Sam ist ja eher so, naja, die mit man viele ja, jetzt Leute, bin ich aber gespannt, viele was Leute kommt. Sagen so, mit ihrer herzlichen Art sehr auch auf das Thema Bewusstsein zum Beispiel geht. Während du, Thomas, zum Beispiel, ja, du hast ja selber mal von dir gesagt, du bist das Rennpferd, bei dir geht's immer nach vorne. Das ist wohl wahr, ja. Das hat ja auch eine Analyse von Human Design ergeben, dass ich ein sogenannter Generator bin mit einer unglaublichen Energie, eine Art Duracell-Männchen.
Ja, und diese Energie war sicherlich auch notwendig, um diesen Kongress dahin zu bringen, wo er heute ist, unterstützt von Mira und Sam, die, wie du sagtest, natürlich zur Gänze anders ticken. Aber das macht auch die Interviews so interessant, so abwechslungsreich, so tiefgründig. Sie bekommen alle eine persönliche Note und kein Interview ist wie das andere. Das können wir unseren Zuschauern schon heute versprechen. Und dementsprechend interessant ist das Ganze auch. Man sollte sich keines entgehen lassen. Auf gar keinen Fall. Und auch die Mira möchte ich an dieser Stelle unbedingt erwähnen, die ja von Haus aus jetzt nicht als Moderatorin auftritt, sondern sie ist ja Heilpraktikerin und hat auch zum Thema Gewaltprävention und eher im Arbeiten mit dem Klienten zu tun. Aber sie hat eine ganz wunderbar sanfte Art und ist so nahbar und so tief dann im Gespräch, dass auch das unbedingt mal herausgestellt gehört. Ja, bei mir ist es so, das habe ich noch mal lernen dürfen, in Bad Griesbach hatten wir ja, ich glaube, 10 Tage waren es, Produktionszeit, wo wir ganz viele tolle Sprecher empfangen haben. Und bei mir war es so, dass ich mich am Mikrofon und vor der Kamera noch ein bisschen schulen konnte, dass ich sehr intuitiv arbeite und einfach immer schaue, na, was will denn gesagt werden? Was passiert denn da in der Symbiose mit mir und meinem Gast? Und du, Thomas, das darf ich verraten. Du bist der absolute Vollprofi. Da sitzt jede Frage. Und wie du die Menschen dazu bringst, Dinge zu erzählen, ist ganz einzigartig. Vielen herzlichen Dank für dieses Kompliment. Aber das liegt natürlich auch ein Stück weit in unserer aller Natur. Wir sind wirklich bestrebt, das Glück in die Welt zu bringen. Wir alle erkennen ja, dass sich die Welt momentan in einer doch sehr herausfordernden Phase befindet. Und es gibt genügend Nörgler, es gibt genügend Pessimisten, es gibt genügend Menschen, die Szenarien verkünden, die einem Angst und Schrecken verursachen. Und uns war es wichtig, jetzt das Glück hinauszutragen in die Welt. Aber das nicht alles durch eine rosarote Brille sehen, sondern wir unterhalten uns schon über die brennenden Themen unserer Zeit. Aber mit einem positiven Ausblick. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich mich in dieser Situation am besten positionieren? Wir haben unsere 111 Speaker und am Ende werden es ja sogar über 120 regelrecht ausgequetscht. Wir haben sie gefragt nach ihren Erfolgsrezepten, Erfolgsmethoden, wie man am schnellsten in sein Glück kommt, wie man am schnellsten die permanent auf uns eindringenden schlechten Nachrichten verarbeiten kann. Und das ist wirklich etwas Großartiges, was dich, Sam, was die Mira, was mich antreibt, unterstützt mit dem Daniel an deiner Seite, der ja die Produktion so ganz hervorragend umgesetzt hat, sodass wir auch sehr, sehr viel fantastisches Bildmaterial weitergeben können, was die Leute dann auch ein Stück weit noch besser mitnimmt als bei diesen reinen Zoom-Interviews, wie man sie kennt, aus vielen Kongressen. Außerdem war es, wenn ich das gleich anführen darf, ein totales Geschenk, die Menschen, mit denen wir unsere Gespräche geführt haben, auch wirklich ja in Live und in Farbe bei uns zu haben. Und wir haben ja auch teilweise mit ihnen 2-3 Tage verbracht, weil sie sich eben auch für diese Zeit in das Hotel eingebucht haben und wir wie eine große Herzensfamilie miteinander Zeit verbringen konnten. Und das gesellige Abendessen, die lange Tafel, das war ganz wundervoll. Und dann hatten wir ja, die Dame hast du dann jetzt ja auch letztlich ins Spiel gebracht, die Wohlfühlmanagerin des Hotels an unserer Seite, die dafür gesorgt hat, dass uns jeder Wunsch von den Augen abgelesen wurde. Ja, Christine Schelch ist natürlich ein Segen für dieses Hotel Maximilian, weil sie es glänzend versteht, den Gästen schon den Wunsch aus den Augen oder von den Lippen abzulesen, bevor diese den wirklich ausgesprochen haben. Und dementsprechend hat sie das alles sehr gut arrangiert. Und das Faszinierende war ja, dass in diesen Tagen eine unglaubliche Energie entstanden ist. Speaker kamen zusammen, die sich zuvor noch nie live erlebt haben, die, na, ich will nicht sagen, sich verbrüdert haben, aber es gab wirklich Momente der tiefen Freundschaft. Und in der Zeit entstand ja auch so meine Vision, was aus dem Kongress heraus entspringen kann. Zunächst machen wir jetzt einen Online-Kongress und ob es am Ende 50.000, 100.000 oder 150.000 Teilnehmer sind, das wissen wir ja noch nicht. Aber es wird eine unglaubliche Bewegung entstehen von Menschen, die sagen, jawohl, lasst uns das Glück in die Welt tragen. Ich habe es neulich mal als eine Pandemie des Glücks bezeichnet. Und mein Wunsch ist es, zusammen auch mit dem Daniel, weil ich ihn da voll in der Rolle sehe,
mal so eine Halle wie die Münchner Olympiahalle zu füllen. Worin siehst du da meine Rolle? Ich kann ziemlich gut ausschenken zum Beispiel. Ja. Wir brauchen da einen richtig guten Regisseur, der das Ganze super in Szene setzt. 10.000 Teilnehmer, die sich inspirieren lassen von den 111 Coaches, Speakern, Trainer, Persönlichkeiten. Das alles mit Lichtshow, mit einer herausragenden Technik, mit Musik, sodass diese Energie von dort aus in die ganze weite Welt geht. Das ist so eine Vision, die ich im Kopf habe. Gestern haben wir noch nicht darüber gesprochen, aber heute wollte ich das unbedingt anfügen, dass das etwas ist, was mich unglaublich antreibt, diesen Kongress so groß zu machen, so viele Menschen zu erreichen, damit wir anschließend diese Bewegung noch weiter fortführen. Den Grundstein dafür haben wir gelegt mit den vielen Aufnahmen, mit den Gästen in Bad Griesbach, mit ganz großartigen Inhalten. Wir zum Beispiel, wir haben schon mal reingeschaut bei Frank-Robert Beleski und die Sam, die saß selbst ganz begeistert vor dem Interview, vor dem Bildschirm und sagte, guck mal, was da draus geworden ist und wie großartig die Produktion zum einen, ja, also wir finden das natürlich auch gelungen, aber eben auch, was für wertvolle Inhalte sind. In dem Fall ist es ja Gesundheit und vor allen Dingen Geburt bei ihm, weil es da ganz viel zu wissen gibt, was wir heute eigentlich gar nicht mehr anfassen können, wo wir wieder hin zurückfinden sollten. Und ja, wir sind gespannt auf die Reaktion, die von den Menschen kommen, die am Glücksbringer-Kongress teilnehmen, in der Form, dass sie sich das alles anschauen, dass sie uns Rückmeldungen geben. Es gibt ja sogar Telegram-Gruppen dafür. Genau, wir haben einen Telegram-Kanal Glücksbringer-Kongress. Das ist der Kanal, dem kann man natürlich sofort beitreten. Und es gibt dort auch eine Chatgruppe, die ist bitte zu nutzen, um sich über die Videos auszutauschen und natürlich auch Fragen einzureichen, die an die Sprecher gehen. Allerdings nicht für Systemprobleme. Das ist also keine Support-Seite, bitte, wenn ich das an dieser Stelle platzieren darf. Thomas, ich würde aber gern von dir wissen, wenn wir einmal in der Rückschau sind. Du hast ja auch was mitgebracht. Ich glaube, Daniel hat da die ein oder andere Matz noch liegen. Was waren so die Punkte, die dich besonders inspiriert haben? Und was hast du uns zum Anschauen dabei? Als allererstes müssen wir uns natürlich das Video mit Edith Steller anschauen. Sie ist Expertin für Numerologie und sie hat sich unsere Kongresszahlen vorgenommen. Den Zeitraum, also die Tage, die Anzahl der Speaker und was sich daraus ergibt, das soll doch bitte der Daniel mal kurz einspielen. Der Glücksbringer Online-Kongress aus dem Hotel Maximilian in Bad Griesbach als Online-Konferenz oder im Radio bei Herzwelle 432. Mira Feist, Sam und Thomas Eglinski sprechen mit Glücksbringern, Mutmachern und Freiheitsmenschen. Der Glücksbringer Online-Kongress. Leb dein Leben in glücklich. Beim Glücksbringer-Kongress thematisieren wir auch die Numerologie. Und heute wollen wir uns mit der Fachfrau schlechthin, mit der Edith, mal anschauen, was denn die Zahlen aus dem Kongress so ergeben. Wir haben 111 Speaker. Was bedeutet das? 111 ist eine sehr starke Zahl. Wir sind Körper, Geist und Seele. Die 1 steht für Einzigartigkeit und die Quersumme 3 ist die Spontanität. Unser Datum, 11.11. bis 1.12.23. Der 11.11. Tag steht immer für das Geistige, der Monat für das Seelische und der Jahrgang für das Praktische. Wir haben 2 Meisterzahlen drin. Das bedeutet, Menschen begegnen sich auf Augenhöhe, die Speaker mit den Zuschauern. Der Monat lässt unsere Gefühle nach oben kommen, sodass wir uns öffnen können unserem Gegenüber. Und der Jahrgang 2023 hat die Quersumme 7. Es ist eine göttliche Zahl und sie verspricht uns Erfolg, Karriere und dass wir ganz viel zum Lernen mitnehmen. Wie cool ist das denn? 21 Tage dauert der Kongress. 21 Tage ist eine magische Zahl, weil sie ist die Glückszahl des Menschen. Zuerst kommt das Gefühl, dann kommt das Verstand und danach kommt die komplett spontane Umsetzung. Wenn du alles zusammenfasst, was bedeutet das für unsere Kongressteilnehmer? Es bedeutet, dass ihr euch eine wunderbare Zeit ausgesucht habt. Die Zuschauer werden sehr viel Input mitnehmen. Ihr werdet so viele Glücksmomente haben, dass ihr übersprudelt. Deshalb ganz, ganz schnell anmelden
Weil wir stehen schon alle in den Startlöchern und wollen Menschen glücklich machen. Dieser Werbebotschaft habe ich nichts hinzuzufügen. Der Glücksbringer Online-Kongress. Leb dein Leben im Glücklich. Ja, da hat die gute Freundin von Sam, die Edith Stella, mal alles so rausgelassen, was sie sehen kann im Glücksbringer-Kongress mit seinen Daten. Und spannend ist ja, dass dieses Thema der Numerologie etwas ist, wo nicht jeder so viel Bescheid weiß. Aber wir haben uns von der Edith zum Beispiel eben auch sagen lassen, dass eine ganze Menge Leute, die auch, sagen wir, höher angebunden sind, ja, zum Thema Firma und Geschäft und so weiter, sich eine ganze Menge erklären lassen, und da gehören auch Leute dazu, ja, wo man sagt, ach, kenne ich und so weiter. Also, mein lieber Mann, ein Thema, was man sich unbedingt mal anschauen sollte. Ja, allein Thomas, ich denke, du hast auch in der Zwischenzeit mal deinen Geburtstag zusammengerechnet. Ich weiß nicht, ob dir die Edith dazu was verraten hat. Ja, das hat sie. Sie hat mich auch diesbezüglich geflasht, aber das verrate ich an der Stelle nicht. Aber zusammenfassend kann man sagen, die Anzahl der Speaker genial, der Zeitraum genial und die Tage genial. Und zum Zeitraum habe ich ja dann wenige Tage später auch jemanden getroffen, der auch dafür prädestiniert ist, solche Zeiträume zu überprüfen hinsichtlich ihrer Energie. Und da traf ich auf die Profi-Astrologin Silke Schäfer. Und die Gelegenheit habe ich natürlich genutzt, um sie zu fragen, hey Silke, wie sieht's denn aus in der Zeit? Und das Spannende ist, wir treffen gerade auch auf eine Phase, die sie in einem Video herausgearbeitet hat, und sie nennt diese den wilden Ritt. Aber vielleicht spielst du dieses kurze Interview mal ein, damit wir mehr von ihr erfahren. Ja, genau, das mache ich. Du warst ja extra deswegen unterwegs, und deinen Schnipsel, den fahren wir jetzt dazu mal durch. Und die Zeit, das umzusetzen, scheint ja auch genau die richtige zu sein. In deinem letzten YouTube-Video sprichst du von einer Zeit vom 23. Oktober bis 12. Dezember und bezeichnest diese Phase als einen wilden Ritt, auf den wir uns alle freuen dürfen. Was hat es mit diesem wilden Ritt auf sich? Ich kann ja in den Codes lesen, in den kosmischen Codes, und was ich dort sehe, ist, dass jetzt Kräfte zur Verfügung stehen. Das Universum formiert sich also, und es stehen Kräfte zur Verfügung, die wir nutzen können. Und diese Kräfte sind eben nicht zum Einschlafen, sondern sind zum Aufwachen und zum in die Handlung kommen. Ganz konkret geht es hier um die Kraft von Mars, der Krieger in uns, also diese Kraft, etwas in Bewegung zu setzen. Und Sonne, wo es um das Bewusstsein geht, bewusst Dinge in Bewegung zu setzen. Und die ganzen wandern noch durch das Zeichen Skorpion, wo es noch um die Wandlung geht. Und dieser wilde Ritt ist, weil diese Zeit ist nicht nur ein Spaziergang oder nicht nur sagen, ich mache jetzt mein Ding, sondern hat auch noch eine Explosionskraft drin, wenn der Uranus noch reinkommt. Wir haben also einen wilden Ritt in der Form vor uns, wir sind schon mittendrin, dass wir bewusst ins Handeln gehen, alle Überraschungen, die rechts und links hereinströmen, dass wir die erkennen als das, was sie sind, uns nicht vom Fokus abhalten lassen, sondern Fokus halten, in der Liebe bleiben und wissen, dass wir jetzt etwas ändern können, also ganz konkret, ganz physisch. Und jetzt ist jeder gefragt, in diesem wilden Ritt habe ich, also ich habe ihn wilden Ritt genannt, damit man auch ein Gefühl dafür bekommen kann, dass das jetzt was so intensivst einschwingt bei allen von uns. Diese Intensität ist richtig, und die dürfen wir bewusst lenken lernen. Ich darf dir noch ein paar kurze Fragen zum Thema Glück stellen. Was bedeutet heute mit deiner Lebenserfahrung Glück für dich persönlich? Oh, pure Liebe. Wenn du den Menschen nur eine Sache wünschen dürftest, was wäre das? Sei in Liebe. Und wenn Silke Schäfer, was ich mir gar nicht vorstellen kann, auch mal schlecht drauf ist, wie dreht sie das Ganze wieder ins Positive? Welche Methode wendest du an? Ganz einfach. Ich habe ein kleines Trampolin, da gehe ich drauf und schüttel alles ab, wenn ich irgendwie mal nicht so gut drauf bin oder auch energetisch sehr angespannt war. Es gibt ja auch so Phasen, wo ich mich sehr lange konzentrieren darf. Ich gehe aufs Trampolin, das ist das eine. Und das steht übrigens immer draußen, ist nicht in der Wohnung. Und das andere ist, ich gehe lange, lange Spaziergänge durch den Wald. Wenn ich den Schluss deines Vortrags richtig verstanden habe, dann brauchen wir uns keine großartigen Sorgen machen. Wir müssen zwar alle mit anpacken, aber alles wird gut, oder? Oh, Sorgen ist immer eine zersetzende Energie. Also wenn du dich sorgst, auch wenn es darum geht, ich sorge mich um die Kinder oder um das Einkommen oder um die Wirtschaft, dann bist du nicht in deiner Kraft. Also bitte keine Sorgen machen, sondern den Blick nach vorne halten und am besten den Blick hinaushalten ins Universum, weil was dort zu sehen ist, also wir können ja das Unsichtbare sichtbar machen, was dort zu sehen ist, dass es nicht nur gut wird, sondern
sondern es ist, so wie es ist, im Moment richtig. Es ist unser kleiner Erbsverstand, wie ich ihn immer nenne, der es vielleicht anders haben will. Aber das, was ich kosmisch sehe, das, was jetzt passiert, ist gigantisch. Wir sind in einem gigantischen Aufwachprozess. Und Aufwach heißt, wir erkennen, was zu tun ist, wer wir wirklich sind. Und wenn wir uns als Seele erkennen, dann ist das, was jetzt ist, kein Grund, um sich Sorgen zu machen. Vielen Dank für das Interview und vielen Dank für dein Sein. Danke dir herzlich und euch auch. Numerologie, Astrologie und Human Design, Thomas, hast du auch schon erwähnt. Du bist der Generator, das Duracell-Männchen, was manchmal die Latte auch ganz schön hochlegt für uns alle. Ich darf verraten, Manifestor habe ich mir sagen lassen und habe damit auch ein Stück weit gelernt, warum ich wohl so bin, wie ich bin. Das entspannt durchaus mit so einer Erklärung. Und dazu hast du uns ja auch einen ganz wunderbaren Gast mitgebracht aus der Schweiz, die Yvonne. Vielleicht magst du noch zwei, drei Sätze zu ihr sagen und dann kommen wir natürlich zu den Themen, die Daniel immer gerne anspricht und sagt, hey, wir haben doch auch die Rationalisten. Yvonne Steinmann ist ebenfalls eine ganz faszinierende Persönlichkeit. Sie kommt von der Fitnessbranche her, hat Avatar Fitness kreiert und sich als Human Designerin ausbilden lassen und hat sich so richtig in dieses Handwerk, so will ich es bewusst mal bezeichnen, verliebt und hat einen riesigen Spaß daran, den Menschen auszuarbeiten oder ihnen aufzuzeigen, warum sie auf diesem Planeten sind, warum sie der Herrgott hier auf die Erde geschickt hat, die wahre Berufung zu entdecken. Ich glaube, wir haben ein Schnipsel von ihr da und vielleicht zeigen wir unseren Zuschauern einfach mal, welch faszinierende Persönlichkeit Yvonne ist. In deiner Chart wird ersichtlich, weshalb du auf dieser Welt bist. Genau, was der Sinn deines Lebens ist, auch deine Aufgabe. Das kann man rauslesen. Das ist für viele dann überraschend. Ja, vielleicht nicht mal. Weil oft suchen wir viel zu weit. Das erlebe ich auch im Coaching. Also, das ist zum Beispiel auch die Frage, die mir am meisten gestellt wird von meinen Klienten, also auch in der Therapie. Die fühlen, ich bin für irgendwas da, aber für was? Ich weiß nicht für was. Und wir suchen immer viel zu weit. Also, für mich war es nicht so überraschend, weil es ist eigentlich das, was ich immer schon getan habe. Aber ich wusste es halt nicht. Ich habe es nicht verstanden. Und Human Design erklärt dem Verstand, was ich fühle. Dann kommen wir jetzt auch mal zu den handfesten Dingen. Du hast es ja gerade gesagt, ja, Numerologie, Human Design, das sind alles ganz tolle Sachen. Aber der Rationalist, der fragt sich auch, ja, wie bekomme ich morgen mein Brötchen auf den Tisch? Und das ist ja auch eine berechtigte Frage. Und so war der Besuch in Bad Griesbach von Dr. Markus Krall ein ganz besonderer und die doch sehr abgeklärte Sam, die ihre Interviews zwar mit Herz, aber natürlich immer auch mit ganz viel Empathie für den Interviewpartner durchführt. Das heißt, sie macht sich auch vorneweg viele Gedanken, wer ist denn das, ja, und wie fühlt derjenige, wie funktioniert derjenige, um am Ende auch bei so einem Interview möglichst alles abzuholen, was so ein Mensch in sich trägt, der mit einem wichtigen Thema kommt. Und bei Dr. Markus Krall, da hat der Kopf vorher ganz schön gequalmt. Ja, das darf ich verraten. Also mir ging der Stift, wie man so schön hinter vorgehaltener Hand sagt. Aber am Ende, der Mann kocht mit Wasser und zum Glück ist das so. Er hat einen riesengroßes Herz. Also ich bewundere, wie laut er in dieser Zeit ist, wie sehr er auch zu seiner Meinung steht. Man muss nicht hinter allem stehen, was er sagt, aber dass er dann mein Gast war und zum Thema Glück gekommen ist, war für mich so, okay, wie kriegen wir dann die Brücke zu den wichtigen Fragen? Aber das war ganz schnell erledigt. Also ein Satz gab den nächsten und natürlich ging es dann nicht nur ums Glück, sondern auch um Politik mit der großen Frage, wie kriegen wir alle unser Brötchen und vielleicht auch nicht zu überteuert auf den Teller. Also für alle, die interessiert sind, Dr. Markus Krall auch bei mir mit dem Interview. Ich bin schon auch ein bisschen stolz, dass das dann so funktioniert hat. Und dann haben wir einen Mann mit dem Kongress. Da hat auch, glaube ich, der Thomas dann ganz viel mit ihm gesprochen. Wir sagen hinter den Kulissen mittlerweile 00 Tesla zu ihm, weil das ist bei den Nachbereitungen aufgefallen. Wir haben ja auch ganz viel Fotomaterial erstellt und Behind-the-Scenes-Material. Und ja, das ist ja fast so adrett gekleidet, der Arthur Tränkle, der mit seinem Tesla-Stab und der Wassermatrix ja auch Partner von diesem Kongress ist, fast so adrett wie du, Thomas. Das fällt ja bei den Interviews auf. Ja, man denkt immer, du fällst frisch aus dem italienischen Schneidergeschäft raus. Ja,
Das ist ein Trugschluss. Aber bleiben wir bei Arthur Tränkle. Der Mann ist wirklich genial und der hat ja auch eine wunderbare Erfindung, die er mit sich rumträgt und die er den Menschen zur Verfügung stellt. Da geht es um Gesundheit, das wichtigste Gut, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und all die, die krank sind, die Schmerzen empfinden, sollten besonders interessiert daran sein, Interviews zu sehen, wie das mit Arthur Tränkle oder aber das mit Markus Erhardt, was die Sam wiederum geführt hat. Also die Palette an Interviewpartnern, die ist in der Tat sehr, sehr breit. Und ich möchte gleich noch eine Dame erwähnen an der Stelle. Und zwar, ich sage immer, die Wolfgang Wodak, der Veterinärmedizin, die Sucharit Bhakti, der Tierärzte, und zwar Dr. Jutta Ziegler, die bereits 2007 oder 2008 ein Buch herausgebracht hat, in dem die Botschaft ist, wenn du dein Tier, dein Haustier liebst, geh unter keinen Umständen mit ihm zum Tierarzt. Also sie hat aufgedeckt. Und sie ist Tierärztin, mit ne? Nochmal erwähnt, ja, bitte. Sie hat aufgedeckt, wie im Grunde genommen die Tierärzte sinnlos arbeiten, ohne tatsächlich an die Ursachen, an die Symptome zu gehen. Und hat ein großartiges Interview gegeben und hat großartige Produkte, die sie vertreibt. Ist ja mittlerweile auch eine der größten und erfolgreichsten Produzenten von gesunden Tierfutter geworden. Und das macht wirklich Spaß, sich mit solchen Leuten auszutauschen. Und auch für Tierliebhaber so ein Stück weit ein Thema anzusprechen, das Glück in die Welt hinausträgt. Also ich war begeistert von ihr. Ja, und sie trägt das Herz ein bisschen auch auf der Zunge, das haben wir erlebt, denn sie hat ja auch quasi bei uns am Mikrofon dann noch gesessen und da kam ganz schön was zur Sprache. Ich meine, wir sind mit all diesen Themen ja selbst auch seit Jahren beschäftigt, deswegen haben wir diese Menschen ja nicht nur, um uns was anzuhören, sondern eben auch unseren eigenen Erkenntnisstand dazu abzugleichen, noch ein paar Neuigkeiten mitzuerfahren. Und es ist ja auch kein Geheimnis, es gibt einen bekannten Tierarzt zum Beispiel aus Hamburg, der sich seit vielen Jahren darüber beschwert, dass Dinge, die sagen wir, im Pfennigbereich liegen, wenn es um Kosten geht, erst dann angewendet werden dürfen. Darf ich die drei Buchstaben sagen? Wenn die, CDL? Wenn die, vorgeschriebenen Medikamente erstmal abgearbeitet sind und wenn all das durch ist und das trotzdem nicht geholfen hat, dann nehmen wir die Dinge, von denen wir schon wissen, was sie so erreichen können. Und das ist natürlich kein Zustand, mit dem wir auf Dauer arbeiten können. Wir sollten ja als intelligente Menschen Lösungen erkennen können und sie dann auch anwenden. Und wenn wir irgendwas dabei nicht dürfen, dann müssten wir mal nachschauen, warum das so ist. Aber dahin wollen wir gar nicht abschweifen, aber schöne Grüße an die Jutta Ziegler nach Österreich, die bei dem Kongress auch ganz schön rausgelassen hat. Das ist ja auch schön, wenn wir die Menschen herzlich erleben bei dem, was sie machen. Und was engagiert, haben? Engagiert, natürlich. Ja. Und wen haben wir denn noch auf dem Zettel gehabt in diesen Tagen? Na wunderbar, Ricardo Leppe und seine Freundin Vanessa haben uns dort auch besucht. Das war für mich ganz toll, weil wir sind mittlerweile Freunde auf dem Weg geworden in diesen Zeiten. Und da ging es auch um das Thema Babyglück. Also die schließen sich gerade an die Arbeit von Frank-Robert Bilewski an. Ich glaube, die beiden üben schon, um das mal mit dem Augenzwinkern zu sagen. Mehr wollen wir gar nicht wissen. Ja. Nein. Also Ricardo und seine Freundin sind auch dabei. Wir erklären kurz, da geht es ums Thema Bildung. Ricardo ist ja seit vielen Jahren unterwegs und zwar auf der ganzen Welt. Und wenn wir sagen ganze Welt, meinen wir ganze Welt, um das Wissen, was es gibt, wie Bildung wirklich funktioniert, wie man Kindern in wenigen Jahren das beibringen kann, wofür wir hier ein Abitur am Ende auf dem Zettel stehen haben, wie Kinder mit Freude lernen, wie wir damit auch charakterlich positiv geprägte und starke Kinder haben, die von sich auch selbst überzeugt sind, weil sie ihren Lernweg so erlebt haben, dass es nicht darum geht, was sie alles nicht kennen und wissen, sondern weil sie großartige Lernerfolge jeden Tag erleben, dass sie damit auch einen großartigen Geist entwickeln. Dafür ist der Ricardo seit vielen Jahren unterwegs und interessiert mittlerweile ganz hohe Ebenen auch in ganz, ganz anderen Ländern. Und wir sind gespannt, was auf diesem Weg alles noch passiert. Ich wollte es bloß einfügen, weil wenn wir so über Ricardo schwärmen, wir kennen ihn halt schon lange, aber nicht jeder weiß ja immer alles über jeden. Deswegen, da geht es um das Thema Bildung. Wen haben wir noch? Na, ansonsten möchte ich einfach nur sagen, also wir können gleich noch ein paar Namen aufzählen, aber es wäre schade, weil wir müssten die Liste aller einfach aufzählen, denn alle sind ganz wunderbar und strahlen die Angels. Lieber Thomas, da kannst du sagen, da leuchtet das Glück aus den Augen oder
es kommt aus jeder Zelle, aus ihren Poren. Aber so ging es letztlich den meisten. Die haben uns alle ein Stück von ihrem Glück mitgebracht. Jeder hat seinen ganz eigenen Bereich, seine eigene Perspektive. Und entsprechend haben wir ein Glücksbuffet kreiert, sodass die Menschen, die unsere Videos anschauen, sich für sich auch ihres rausnehmen können. Sie können wählen, ob sie lieber rechts oder lieber links zugreifen wollen. Und die Idee dabei war ja auch, nur zu zeigen, kommt zu euch und kreiert euch euer eigenes Glück und vielleicht braucht ihr das oder das. Ja, das ist in der Tat so. Dieses Buffet ist faszinierend, weil sich jeder genau das nehmen kann, was ihm zum jetzigen Zeitpunkt gut tut oder was ihm fehlt, worauf er Lust hat. Und ich wurde oft gefragt in den letzten Tagen, aber Thomas, ich habe nicht immer die Zeit, um mir an einem Tag alle Videos anzuschauen. Was kann ich denn tun? Und da darf ich an der Stelle ruhig mal die Glücksbox erwähnen, die wir entwickelt haben, um genau das Thema in den Griff zu bekommen. Wer die Glücksbox für sich erwirbt, der hat dieses Glücksbuffet ein ganzes Jahr lang, jeden Tag frisch zubereitet vor sich stehen. Der kann ein ganzes Jahr lang die Interviews anschauen. Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal. Der hat also immer Zugriff. Darüber hinaus hat auch jeder Speaker, jeder Trainer, Coach ein Geschenk in diese Glücksbox reingepackt. Da gibt es jede Menge Hörbücher, da gibt es E-Books, da gibt es Webinare, da gibt es Seminare, da gibt es, und das ist wirklich ein Highlight, die Möglichkeit, dass du mit dem Speaker deiner Wahl ein persönliches Gespräch führen kannst. Das heißt, wenn du jetzt gerade ein Problem hast im Bereich der Rhetorik, kannst du mit Sven Sander sprechen. Wenn du ein Problem hast mit Selbstverteidigung, da fällt mir jetzt der Dr. Benny Pircher ein. Ja, also da gibt es wunderbare Möglichkeiten. Aber für mich so das Highlight in der Glücksbox ist, dass wir für das Jahr 2024 ein Ganzjahrescoaching mit in die Glücksbox reingelegt haben unter dem Motto, dein bestes Jahr bekommst du jeden Tag Glücksimpulse von uns zugespielt. In einem eigens dafür kreierten Kanal bekommst du Videos, Audios, Podcasts. Es ist wirklich eine Schau, was wir dort den Teilnehmern zur Verfügung stellen in der Glücksbox. Es ist also eine ganze Menge Programm, was da auf dem Zettel steht. Nicht nur die Videos als Kern, als solches, die täglich angeschaut werden können, sondern das Drumherum, ein Riesenpaket. Und das war ja, denke ich, auch eure Zielstellung, die Menschen am Ende so zu beschenken, wie wir das ja auch aus früheren Jahren kennen, durch die vielen Dinge, die wir gemacht haben, die ja quasi in unserem Wirken über viele Jahre kostenlos dann auch nach draußen gegangen sind. Und so viel kommt von den Speakern, von den Teilnehmern am Kongress, so viel mit in den Kongress hinein. Eine ganz großartige Geschichte. Wir wollen an dieser Stelle nicht vergessen, Danke zu sagen. Gestern haben wir auch das Team vom Hotel Maximilian in Bad Griesbach gegrüßt und waren dort ganz großartig aufgehoben in einer wunderbaren Atmosphäre. Grüße gehen auch an die Technik zum Beispiel im Hintergrund, die das ganze IT-System stemmen, denn wir wissen ja, heutzutage geht nichts ohne diese digitalen Nullen und Einsen. Und einen ganz besonderen Gruß haben wir nach Berlin an den Mann, der zuständig ist, dass so viele Schnipsel und kleine Filme unterwegs sind im World Wide Web vom Glücksbringer-Kongress. In den sogenannten sozialen Medien. Ja, von den Interviews, von diese Behind the Scenes, also der Blick durchs Schlüsselloch, all diese Dinge. Dafür zuständig ist der Basti Berlin und der hatte gestern im Laufe des Tages uns ein Video geschickt. Wir haben uns sehr amüsiert, wollten das gestern Abend in unserer Premiere ja noch spielen. Das hat nicht funktioniert. Deswegen ist es jetzt Zeit dafür, damit alle mal sehen können, mit welcher großartigen Energie und mit welchem Humor, der Basti unterwegs ist, der diese vielen Dinge erstellt, die durch die Kanäle jeden Tag fließen, wenn es um den Glücksbringer Online-Kongress geht. Ja, vielen Dank also an den Basti nach Berlin und schöne Grüße an seinen Papa, der übrigens auch
Teilnehmer im Kongress gewesen ist, ein alter sportlicher Haudegen aus dem DDR-Leistungssportgeschehen, der internationale Titel eingefahren hat? Ich wollte eigentlich nur noch einmal aufrufen, alle, die Sebastian folgen wollen, also Basti Berlin, eigentlich Sebastian, er hat gelernt, wie wichtig es ist, seinen ganzen Namen zu nutzen von unserer Numerologin. Er ist unter Content Fieber bei Instagram und er freut sich, wenn ihr ihn abonniert. Thomas, wir wollen jetzt eine Schleife drum machen, um diesen Tag als solches abzuschließen. Ein Ausblick gehört dazu nach vorne. Was siehst du in den nächsten Tagen? Was sollten wir noch transportieren? Ganz wichtig ist, Radio Herzwelle 432 jeden Morgen einschalten. Um 7.01 Uhr beginnt ja eure Guten Morgen-Sendung. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich höre sie zu 90% regelmäßig an, bin begeistert von euren Nachrichten, von den Themen, die ihr spielt, weil ihr das auch so positiv rüberbringt. Dann nicht ganz uneigennützig der Hinweis, dass auch ich in den nächsten 20 Tagen zwischen 10 und 12 Uhr live zu hören bin bei Radio Herzwelle. Und dann ab 13 Uhr stehen euch die Interviews zur Verfügung auf der Seite des Glücksbringer-Kongresses. Sofern ihr angemeldet seid, geht ihr ins Partner-Login und dann stehen da jeden Tag hervorragende Interviews zur Verfügung. Und abgerundet wird der Tag mit einem Live. Und da erwarten euch ja sehr interessante Gäste in den nächsten Tagen, zum Beispiel ein Heiko Schrang, ein Jeroen Jörn, ein Jürgen Höller, Europas Motivationstrainer Nummer 1, aber auch Gabi Steiner, die weltweit erfolgreichste Networkerin. Und dann auch in Kürze mit Andreas Popp, einer, der zusammen mit seiner Frau Eva Herrmann einen der erfolgreichsten deutschsprachigen Telegram-Kanäle betreibt. Also es sind wirklich ganz, ganz tolle Interviewpartner für euch eingeladen, die euch mit Sicherheit jede Menge Tipps an die Hand geben werden. Und last but not least darf ich noch einmal die Schleife drum machen und zurückkommen auf das Interview mit Silke Schäfer. Die Zeit, die wir gerade durchleben, ist wirklich ein wilder Ritt. Wenn du dich jetzt entscheidest für eine positive Veränderung, kann es keine bessere Zeit geben. Aber sei dir auch bewusst, dass es in dieser Zeit auch mächtig Gegenwind gibt, dass nicht alle damit einverstanden sind, wenn du den nächsten Step in deine Entwicklung machst, wenn du möglicherweise deinem Partner oder deiner Partnerin sagst, komm, lass uns mal wieder ein bisschen Leben in die Partnerschaft reinbringen, lass uns mal ein bisschen was Neues anpacken, lass uns mal ein bisschen was in Zukunft bewegen. Da kann es durchaus auch sein, dass es manche gibt, der sagt, ja, spinnst denn du? Das kann doch nicht sein. Also das sollte jeder wissen. Aber wenn du die Entscheidung triffst, jetzt etwas zu verändern, gibt es keinen besseren Zeitpunkt und keinen besseren Kongress. Über diese Energie hatten wir ja gestern schon gesprochen, dass man sich entscheiden kann, auch aus der Perspektive heraus, ne? Wenn wir diese Zeiten erleben, die nicht für jeden einfach sind, dann kann man möglicherweise an der Situation in all diesen Umständen verzweifeln oder man kann sich Gedanken machen, wo geht mein Leben hin? Freude, Spaß und Glück erschaffen war da unser gestriges Thema, mit dem ich in dem Zusammenhang aufgewachsen bin und deswegen ist es eben eine bewusste Entscheidung der Menschen, wo der Weg hinführen soll. Ganz genau, Fokus setzen, einfach atmen, wenn es mal wild wird, das sagt auch gerne die Silke Schäfer und wir haben uns ja schon vor über 3 Jahren entschieden, also ich ganz sicher dafür, dass ich die Stimmung hochhalten möchte, dass meine Schwingung positiv ist, die rausgeht und bei auch all den Widrigkeiten, die wir in unserer Arbeit auch erfahren durften, wird es bei Herzwelle weitergehen und wird es auch mit dem Glück für uns weitergehen. Ich werde die Namensliste jetzt nicht noch verlängern, die du schon angeführt hast, Thomas, denn auch ich habe noch ganz, ganz tolle Live-Gäste. Ich würde gerne schließen heute mit einem Video-Zusammenschnitt. Du hattest ja auch ein paar mitgebracht und ich habe netterweise von meinem Superproduzenten und mit meinem Lieblingspartner hier, von ihm habe ich noch einen letzten Einblick bekommen für oder in unsere Arbeit aus Bad Griesbach und das würde ich gerne zum Abschluss mit unseren Zuschauern und natürlich auch mit dir, lieber Thomas, teilen. Vielen, vielen Dank, sage ich an dieser Stelle. Noch einmal raus, auch an die Mira, an den Sebastian, an alle aus dem Team und an alle Zuschauer, dass sie so lieb bei uns sind. Dankeschön an dich, Thomas. Und für heute sagen wir Tschüss und bis bald. Mit einem Lächeln. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein Gast heute ist für mich einer der mutigsten dieser Zeit. Denn alles, was wir in unserem Leben entscheiden, hat letzten Endes wirtschaftliche Gründe.
die mit diesem Streben zusammenhängen. Ist das der Grund, warum Sie sich jetzt auch so aktiv auf den Weg gemacht haben? Warum Sie Ihre Meinung auch ziemlich unverblümt kundtun? Mein Bestreben ist, ein freies Land an meine Kinder zu übergeben. Und der Rest folgt. Würde ich sagen, reicht euch energetisch die Hand und schwimmt da durch. Also das kommt für mich als Betrachter immer. Und das Dolle ist ja, liebe Sam, wenn du morgen heiratest und einen anderen Namen hast, verändert sich dein komplettes alles. Lebensbuch. Wie war dein Weg und wie waren da auch Erkenntnisprozesse? Was durftest du erfahren zu dieser Transformation? Also, ich hatte keine allzu leichte Kindheit, weil ich bin halb Koreaner, halb Deutsch, deswegen eher ein ausgegrenzter Einzelgänger, aber das war im Prinzip so der Startschuss zu meiner Karriere. Ich wollte einfach Ziele erreichen. Und im Nachhinein finde ich, wenn du jemand bist, der seine Ziele erreichen kann, also du musst ja zu jemandem werden, wenn du sagst, okay, der hat Millionen und schläft sich da und freut sich da, ja, Moment, du musst, um Millionen zu kriegen, es sei denn, du erbst, musst du ja derjenige werden, der Millionen machen kann. Das hat ja bestimmte Skills und Charaktereigenschaften, die alle irgendwie geformt werden müssen. Eine gesunde Zelle hat einen Widerstand von 2500 Ohm, eine kranke Zelle von 300 Ohm. Wenn ich dich neugierig fragen darf nach absoluten Erfolgsgeschichten mit dem Tesla? Es sind Tausende. Er ist nicht nur der Produzent, ne? Aber das andere ist, im vollen Alltag wirklich in jedem Moment möglichst bewusst zu sein und möglichst mit einer Einstellung durchs Leben zu gehen, ja, etwas in die Welt zu geben. Wir sind nicht umsonst auf diesem Planeten. Könnt ihr euch vielleicht hier was reindrehen? Kommt ja, genau. Was vor den Schuhen schon oh, das wird ein Jesus. Ich glaube, das ist wir schwingen ja sowieso ja. So sehr miteinander. Wir leben das unglücklich. Ja. Das war dann sukzessive auch das, was ich getan habe, nämlich zu versuchen, mein Bewusstsein zu erforschen und bin dann da relativ früh auf verschiedene Frequenzanwendungen gestoßen, damals noch über YouTube, die ich mir dann einverleibt hatte und gemerkt habe, wow, ist das doch möglich, luzides Träumen, außerkörperliche Erfahrungen zu haben. Wenn das jetzt das Ende gewesen wäre, wäre ich glücklich gewesen mit meinem Leben, mit dem, was ich erschaffen habe und wie ich es auslebe. Wie würdet ihr, also jeder von euch kann gerne antworten, Glück dann tatsächlich definieren? Was ist das? Man kann es ja gar nicht richtig anfassen. Ich habe mal eine super Definition, ich glaube, das war der Kevan, bekommen zum Thema Freiheit. Ist ja. Nicht, dass ich machen darf, was ich will, sondern dass ich nicht machen muss, was ich nicht will. Mit der Sam kann man sich nur wohlfühlen. Oh, danke. Ja, ich kann das nur zurückgeben. Ich freue mich so sehr, dass meine Freunde hier heute extra angereist sind und dass wir so ein schönes Gespräch geführt haben. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen vor der Kamera, die das Video dann sehen, inspiriert sein werden.